Es war einiges los am 20. April in der K&S Seniorenresidenz Grimma. Die Bewohner hatten die Klasse 9K1 der Oberschule Trebsen zu Besuch. Die Schüler nahmen am Wettbewerb Beste Neunte teil. Ein Teil der Bewertungskriterien dieses Wettstreites ist die Teambildung bzw. soziale Komponente und die Durchführung eines sozialen Projektes. Nach einigen Vorbesuchen in der Residenz und erster Kontaktaufnahme entstand die Idee einer Tast- und Sinneswand für die Bewohner. Herstellung von ausgewählten Therapie- und Beschäftigungsmaterialien zum Erhalt der körperlichen Beweglichkeit und Förderung der geistigen Fähigkeiten im Alter lautet der Titel des Projektes. Kennengelernt haben sich beide Seiten bereits am 10. März. Eine der Kernfragen war dabei: Was für Probleme haben die Bewohner alltäglich zu bewältigen? Um dafür ein Gespür zu bekommen, gab es den Alterssimulator, der Einschränkungen bei Sehkraft, Beweglichkeit und Gelenkversteifung aufzeigen sollte. In gemütlicher Runde präsentierten die Schüler jetzt ihre Ergebnisse. Ergotherapeutin Madeleine Puder gab den Schülern Anregungen und Impulse für ihre Arbeit. In mehreren Gruppenarbeiten sind schließlich 6 Tast- und Sinneswände mit gruppierten Materialien entstanden. Putzzeug, Teppichsorten und Heimwerkerutensilien finden sich unter anderem auf den Wänden. Ketten, Muscheln und Reißverschlüsse sind verwendet worden. Auch das Binden von Krawatten kann geübt werden. Ziel dieser ist es, die geistige und körperliche Wahrnehmung zu fördern, was wiederum die Selbstsicherheit stärkt. Besonders wichtig bei den Bewohnern mit Arthrose oder Demenzerkrankung. Und auch die soziale Komponente zwischen den Bewohnern wird so gefördert und soll Spaß bzw. Erfolgserlebnisse erzielen. Dass es auch funktioniert, zeigt sich schon deutlich bei der Präsentation der Wände. Es wurden schon die ersten Dinge ausprobiert und damit einher kamen die Erinnerungen an vergangene Zeiten wieder hoch. Zukünftig werden die Wände frei zugänglich. Sie haben es gemerkt, es macht schon Spaß, den Schießer aufzumachen oder die Kette, den Schlüssel dran zu hängen. Und es versteht es auch nicht. Das geht in unsere Residenz an die Wände, wo die Bewohner dann auch Rollstuhlfahrer schön damit umgehen können. Als krönenden Abschluss der Präsentation übergaben die Schüler der Residenz auch eine liebevoll gestaltete Pflanzsäule, reichlich mit bunten Blumen besetzt. Freudig wurde diese von den Bewohnern begutachtet. Der Abgabetermin für das Projekt bei der IHK Leipzig ist der 30. April. Die Auszeichnung der Platzierten findet ca. 2 bis 4 Wochen vor Beginn der Sommerferien statt.